Ein tödlicher Unfall in der S-Bahn-Station Ostendstraße in Frankfurt. Vorhin im Feierabendverkehr ist der passiert. Drei Menschen sind von einer S-Bahn erfasst worden. Einer ist dabei ums Leben gekommen. Cora Elele steht dort an der S-Bahn-Station für uns. Was weiß man denn inzwischen über den Unfallhergang? Ja, Konstanze, was man bisher weiß, ist, dass diese drei Personen im Gleisbett standen, als die S-Bahn, die S6 Richtung Friedberg in die Haltestelle eingefahren ist. Bei dem Toten handelt es sich um einen 17-Jährigen aus Hanau. Die beiden anderen sind noch nicht, weiß man noch nicht die Identität. Sie sind beide im Krankenhaus. Der eine ist schwer verletzt, der andere etwas leichter. Warum die drei in dem Gleisbett standen, ist zurzeit noch völlig unklar. Da laufen noch die Ermittlungen. Der Lokführer der S-Bahn sowie zwei weitere Personen mussten nach dem Unfall auch medizinisch behandelt werden. Die S-Bahn-Station war über mehrere Stunden komplett gesperrt. Der Unfall ereignete sich heute Nachmittag um die 16 Uhr herum. Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst waren hier. Die Straße oberhalb war auch komplett gesperrt über mehrere Stunden. Es kam zu erheblichen Behinderungen. Natürlich zum einen im Feierabendverkehr für die Pendler. Zum einen natürlich, weil die S-Bahn komplett gesperrt war. Aber auch hier oben im Verkehr musste natürlich großräumig drumherum geleitet werden. Jetzt ist seit kurzem die Straße wieder freigegeben. Auch die S-Bahn-Haltestelle ist freigegeben. Das heißt, hier laufen der S-Bahn-Verkehr läuft langsam wieder an. Ebenso der Straßenverkehr. Ja, das war's soweit von hier, von der S-Bahn-Station Ostend in Frankfurt. Ich gebe zurück zu dir, Konstanze. Ja, der S-Bahn-Unfall in Frankfurt im Feierabendverkehr. Cora Elele, danke.